Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Galina Backt. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach super leckere Donuts zubereiten könnt. Donuts wie beim Dunkin' Donuts, sage ich mal. Dadurch, dass ich am meisten die Schokoglasur mag, waren meine ganzen Donuts nur mit Schokoglasur. Ich beginne direkt mit den Zutaten. Ihr benötigt 430 Gramm Mehl, ein zimmerwarmes Ei, 35 Gramm Hefe, 160 ml lauwarme Milch, 40 Gramm Zucker, 35 Gramm zimmerwarme Butter, etwas Vanilleextrakt und eine Prise Salz. Zuerst das Mehl in eine Rührschüssel geben. In dem Mehl eine Mulde machen. In die Mulde die Hefe reinbröseln. Etwas Zucker dazugeben. Die Prise Salz dazugeben. Und mit lauwarmer Milch übergießen. Mit einem Geschirrtuch abdecken und ca. 10 Minuten stehen lassen. Die 10 Minuten sind vorbei und hier kann man sehen, die Hefe ist sehr gut aktiviert. Nun die restlichen Zutaten dazugeben, also Butter, Zucker, etwas Vanilleextrakt und das zimmerwarme Ei. Den Teig ca. 6 bis 7 Minuten verkneten lassen. Der Teig wird etwas fester als bei den Berliner. Den Teig zu einer Kugel formen, in eine Rührschüssel legen, mit Geschirrtuch abdecken und ca. eine Stunde gehen lassen. Da kann man sehen, der Teig ist sehr gut aufgegangen, dieser wird jetzt ausgerollt. Die Arbeitsfläche mit Backtrennspray besprühen oder einfach geschmacksneutrales Öl nehmen. Den Teig erst kurz verkneten und danach ausrollen. Den Teig bitte nicht zu dünn ausrollen, der sollte so circa 2 cm dick sein. Für die Donuts müsst ihr zuerst einen großen Kreis ausstechen, das habe ich mit Hilfe von einem Glas gemacht, und in der Mitte einen kleinen Kreis ausstechen. Die Donuts habe ich auf zugeschnittene Backpapierquadrate hingelegt. Die Donuts abdecken und nochmal ca. 30 Minuten gehen lassen. Da gibt es einen guten Test, ihr müsst so ein Holzstäbchen in das Frittieröl reingeben und wenn da solche Blubberles kommen, dann ist das Öl frittierbereit. Die Donuts ins Frittieröl geben, das Backpapier entfernen und von jeder Seite die Donuts ca. 2 bis 3 Minuten frittieren. Mein guter Tipp, wenn ihr zu Hause einen speziellen Thermometer habt fürs Kochen, Frittieren, dann nehmt lieber den Thermometer, dann erspart ihr euch viel Stress und schaut, dass das Öl ungefähr 170 Grad hat. Donuts rausholen und auf einen mit Küchentücher ausgelegten Teller drauflegen. So schön sind die Donuts geworden.
Hier habe ich Vollmilchschokolade geschmolzen und temperiert. Wie ihr Schokolade temperieren könnt, dazu habe ich ein extra Video, das werde ich euch in Infobox verlinken. Ihr könnt auch andere Schokolade verwenden, zum Beispiel Zartbitterschokolade oder weiße Schokolade und diese dann mit Lebensmittelfarben einfärben. Da lässt ihr eure Fantasie freien Lauf. Ich mag es am meisten mit Vollmilchschokolade und werde jetzt die Donuts in die Schokolade reintunken. Ein wenig abtropfen lassen und auf einen schönen Teller hinlegen. Ich habe die Donuts noch mit Schokostreusel bestreut. Also schaut mal, wie toll die Donuts auch innen aussehen. Einfach nur der Hammer. Ich kann euch wirklich sagen, die schmecken unglaublich lecker, wie beim Dunkin' Donut, bloß ohne Füllung. Probiert das Rezept unbedingt mal aus, denn das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Vielen Dank dafür, dass ihr mein Video angeschaut habt und wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Ich werde mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal, eure Galina. Bye bye!